Hallo YouTube, wie euch dieser seltsame blinkende Pfeil hier schon anzeigen wird, in dem ich irgendwas reinschreiben kann, ist das heute eine Folge zur Nomenklatur. Und warum habe ich dafür einen blinkenden Pfeil, in den ich irgendwas reinschreiben kann? Die Antwort ist ziemlich simpel. Nomenklatur hat sehr viel mit Schreiben zu tun und dauert länger, als man es erwarten würde. Das heißt, das Video hier wird nicht nur ein Video sein, sondern wahrscheinlich sogar mehrere Videos, weil das Ganze ist ein langer Fachbereich. Deswegen tut mir leid, falls ich das unterbrechen muss. Jetzt seht ihr, hier unten habe ich eine Kohlenstoffkette aufgezeichnet. Die hätte ich auch so zeichnen können. Aber ihr seht schon ganz klar, warum ich sie so gezeichnet habe. Das Ganze ist viel übersichtlicher. Wenn ich das Ganze noch ein bisschen einfacher machen will, kann ich auch stattdessen hier das Ganze in einer Zaunschreibweise machen. Das heißt, und es direkt mal falsch machen, so in einer Zaunschreibweise schreiben. Und das heißt, hier vorne habe ich nicht nur die, hier vorne habe ich die H's weggelassen, das heißt die Wasserstoffe. Hier vorne lasse ich auch gleich die C's weg und schreibe nur noch die Bindungen zwischen den C's auf. Wenn jetzt noch irgendeine besondere Gruppe dran wäre, zum Beispiel eine Bromgruppe, würde ich die Bromgruppe ausschreiben, selbstverständlich. Wenn aber nichts Besonderes los ist und das einfach nur eine lange Kohlenstoffkette ist, kann ich das Ganze in so einer Zaunschreibweise machen und muss mich dann um nichts weiter sorgen. Der einzige Unterschied ist jetzt hier, hier ist noch ein zusätzlich Kohlenstoff dran. Hier vorne habe ich mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5 aufgezeichnet. Hier vorne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, passt nicht ganz. Also, irgendwo muss noch Kohlenstoff dran. Gucken uns an, das ist am dritten Kohlenstoff. Also kommt hier noch so ein kleiner Strich hin. Und das war Nomenklatur. Leider nicht ganz. Wir fangen erstmal mit den Grundlagen an. Und zwar die Grundlagen sind Grundlagen. Das heißt, erstmal müssen wir Namen kennenlernen. Die Namen sind erst einmal alle griechisch. Aber leider gibt es Ausnahmen, wie bei fast allem gibt es Ausnahmen. Und das heißt, wenn wir dann anfangen mit unserem Meth, was nicht die Droge sein soll, sondern einfach nur Med, wenn wir es deutsch aussprechen wollen, dann Ed und dann kommt Pop, Wut und so weiter. Ich kann es ja mal ausschreiben. Pent und Hex und dann Hept und dann Oct und dann Non und dann kommt Deg und dann kommt Undeg und dann kommt Dodeg. Dann kommt Trideg und dann kommt Tetradeg und dann kommt ganz viel. Das heißt, hier vorne seht ihr eine wunderschöne Liste von Bezeichnungen. Und zwar, eigentlich ist das hier nicht anderes als eine Liste von Zahlen. Med steht für 1, Ed steht für 2, Pop steht für 3, Boot für 4, Pen für 5, Hex für 6, Hept für 7, Oct für 8, Non für 9, Deg für 10, Undeg für 11, Dodeg für 12, Trideg für 13, Tetradeg für 14. Natürlich geht es danach noch weiter. Danach kommen solche seltsamen Wörter wie Eikos, also nachdem man bis 20 gesprungen ist, kommt dann sowas wie Eikos, dann kommt Triakon, dann kommt Tetrakon, dann kommt Pentakon, also Wörter, die keiner mehr aussprechen kann, die keiner mehr haben will. Wir gehen einfach mal davon aus, dass ihr entweder relativ kurze, bis zu 14 Kohlenstoffatome lange Moleküle kriegt, oder dass ihr sonst eben nachschlagt, was denn wohl nach Tetradeg kommt. In diesem Fall wäre es einfach Pentadeg, weil nach Tetra kommt Pent. Das Interessante hieran sind eigentlich die Ausnahmen. Das sind eigentlich alles griechische Buchstaben, außer die ersten vier. Die ersten vier sind historisch festgelegt worden. Das heißt, die haben noch besondere Spezialnamen. Danach sind es griechische Buchstaben, außer die Nummer 9 hier. Und natürlich die Nummer 11 war es, glaube ich, und die Nummer 13. Aber sonst sind eigentlich alle ganz normal. Ihr seht schon, das Ganze fängt an, lächerlich zu werden. Und es ist auch im Endeffekt relativ lächerlich. Manchmal wünscht man sich eine bessere Bezeichnung. Aber das ist eigentlich schon ziemlich ordentlich, was die Physiker, die Chemiker da auf die Beine gestellt haben. Entschuldigung an alle Physiker. 15 wäre dann einfach Deg wieder. Für Dekan.
Hier oben, da seht ihr es, Deg für 10. Und dann dazu einfach noch eine 5. Das heißt, eine Pent. Und da Pent und Deg irgendwie noch was dazwischen haben müsste, weil sonst einfach Pendeck heißen würde, und das kann keiner aussprechen, macht man dazwischen noch ein A. Das heißt Pentadeck. Und 16, da hätten wir zum Beispiel Hex und Deg, Hex 6, Deg 10, und dann hätten wir Hexadeg. Daher kommt zum Beispiel auch das Hexadezimalsystem. Hexadeg. Das ist also eigentlich nur unsere chemische Bezeichnung durch griechische Buchstaben mit zwischendurch noch ein bisschen Latein drin, aber eigentlich alles im Endeffekt ganz schön. Die ersten vier sind natürlich ganz, ganz viel auswendig lernen. Die vier müsst ihr einfach auswendig lernen. Da kommt ihr in der Chemie nicht drum hin, die ersten vier auswendig zu lernen. Die Ausnahmen bei 9, 11 und 13 habt ihr euch auch irgendwann angewöhnt, und der Rest ist einfach nur noch griechische Buchstaben. Also insofern werdet ihr hinkriegen. In meinen Videos werde ich einfach auf diese Liste hier zurückkommen, weil es ist wirklich ein Aufwand, das jedes Mal zu schreiben. Was haben wir denn dann hier oben für einen Stoff? Ja, ich habe euch jetzt irgendwas von Zahlen erzählt, aber noch gar nicht, was das hier für ein Stoff ist. Die Antwort ist ziemlich simpel. Wir haben bestimmte Regeln, mit denen wir vorgehen, um Moleküle zu benennen. Und die Regeln sind sinnvoll. Ich sage euch, die sind richtig sinnvoll, denn man kommt durcheinander. Und ich kann euch gleich noch ein Beispiel nennen, warum man durcheinander kommt. Und auch in diesem Video werdet ihr, oder in dem nächsten Video werdet ihr schon durcheinander kommen. Erst einmal guckt man sich die längste Kette an. Die längste Kohlenstoffkette. Das heißt, bei allen möglichen Molekülen, die man sich angucken will, guckt man sich erstmal die längste Kohlenstoffkette an, es sei denn, es ist gar kein Kohlenstoff drin, ist aber relativ selten, dass überhaupt gar kein Kohlenstoff drin ist, dann haben die meistens noch einen anderen Namen, den ihr dann euren Chemielehrer fragen könnt. Zum Beispiel Stickstoff, Sauerstoff, kennt ihr bestimmt. Helium, kennt ihr bestimmt alle die Namen. Wenn wir so ein Molekül haben, wie zum Beispiel dieses seltsame Gedöns hier, oder dieses seltsame Gedöns, dann fangen wir an und zählen einfach. Wir zählen einfach mal drauf los. 1, 2, 3, 4. Aber ich hätte auch hier unten abbiegen können. Also insofern 1, 2, 3 hätte ich auch hier unten abbiegen können. 4, 5. Und ich sehe, oh, wenn ich die eine Abbiegung nehme, ist das ganze Ding länger. Und wir nehmen immer die längste Abbiegung. Das heißt, unsere Hauptkette wäre in diesem Fall das Ding hier. Und das Ding gibt dem den grundlegenden Namen. Das heißt Pent. Das Ding hier heißt Pent. Wenn wir jetzt eine Kette hätten, wie zum Beispiel diese hier. Jetzt wird es schon kurios, weil das Ganze schon hinterher sehr, sehr seltsam aussehen kann. Wenn wir so ein Ding haben wie das hier, dann hilft uns leider nichts anderes als zu zählen. Das heißt, hier sind wir bei 2, 4, 6, 8, 9. Hier vorne sind 7, 8, 9. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Die untere Kette ist länger, das heißt, wir nehmen die untere Kette. Das heißt, das Ding hier wäre unsere Stammkette. Das heißt, wir nehmen erstmal immer das längste. In diesem Fall wäre das einfach ein Trideck. Ein Trideck. Jetzt ist das noch nicht alles. Und ihr werdet mich das in der nächsten Zeit verdammt oft hören sollen, weil es ist nie alles bei der Nomenklatur. Was als nächstes kommt, sind Suffixe. Das heißt Sachen, die man hinten dran hängt. Das Ding heißt nämlich nicht Met, was wir kennen. So ein Gas ist das. Ihr kennt das wahrscheinlich alle unter dem Namen Methan, und es ist verdammt umweltzerstörerisch. Das ist nichts anderes als ein einziges Kohlenstoffatom, 1, Met, aber hinten dran gehängt ist noch etwas Besonderes. Und zwar eine Bezeichnung, die Bezeichnung An. Und An steht für alle Alkane. Kan. Das heißt, alles was Alkan ist, hat das Suffix An. Alkan. Was ist nun ein Alkan? Ein Alkan ist nichts anderes als eine Kohlenstoffkette. Fertig. Eine Kohlenstoffkette, die keine Besonderheiten hat. Das heißt, keine besonderen Sigma-Bindungen oder so. Das heißt, einfach eine ganz normale, einfach gebundene Kohlenstoffkette. Die Hauptkette.
Alkan. Ganz normale, einfach gebundene Kohlenstoffhauptkette ist ein Alkan. Jetzt gibt es noch Besonderheiten, zum Beispiel eine Nebenkette. Die würde dann ein Öl sein. Das heißt, ein Alkan, der nicht die Hauptkette ist, das nicht die Hauptkette ist, ist dann als Nebenkette, ein Öl. Das heißt, hier vorne haben wir Haupt, dann darunter haben wir Neben. Haupt ist An, Neben ist Öl. Ich versuche das mal noch ein bisschen hier klarer zu machen. So, Neben. So, Haupt ist An, ein Alkan. Und Nebengruppen sind Alkyle. Das heißt, das hier ist eine Alkylnebengruppe. Das hier ist eine Alkylnebengruppe. Aber auch die Nebengruppen brauchen Namen. Erst einmal aber wieder zurück zu unserem Hauptgruppen. Das heißt, den Hauptgruppennamen hängen wir hinten an. Es ist Pent, ist unsere Hauptgruppe. An ist. Also es ist Pent lang, eine An-Gruppe. Es ist Trideck lang, eine An-Gruppe. Jetzt sind da noch zusätzliche Gruppen, diese Seitengruppen hier. Das, was wir nicht mit einberechnet haben. Das heißt, wir haben schön alle 5 Kohlenstoffatome hier mit einberechnet, aber das eine Ding nicht. Und das eine Ding ist ein einzelnes Kohlenstoffatom. Das heißt, wir gehen hier Liste runter 1, Met. Das heißt, Met, unsere Nebengruppe. Unsere Nebengruppe ist Meth, also insofern brauchen wir noch irgendeine Nebengruppe. Das heißt, als Nebengruppe kriegt das ganze Ding ein Öl. Das heißt, es ist eine Methylgruppe. Das Ding hier, das was hier rechts dran ist, sind 2. Das heißt, wir gehen einfach in den Namen. 1, 2, Et. Ethylgruppe. Das heißt, das ganze Ding hier vorne ist ein Ethyl. Tridekan. Das hier oben ist ein Methylpentan. Jetzt war das leider nicht alles. Unsere Nebengruppen haben nämlich auch noch einen besonderen Platz. Und zwar seht ihr hier, die Nebengruppe ist am dritten Kohlenstoffatom. Das heißt, das schreiben wir dann noch schön vor. 3-Methylpentan. Und hier unten ist unsere Ethylgruppe am 7. Kohlenstoffatom. Das heißt, das ist 7-Ethyl-Tridekan. Und da wird es verwirrend. Ich kann euch mal eben vorlesen, einen Namen, den ich aus Wikipedia jetzt mal vorlese. Und zwar ist das 6E13E18-Bromo-12-Butyl-11-Chloro-4-8-Diethyl-5-Hydroxy-15-Meto-Oxytricosa-6-13-Diene-16-Yne-3-9-Dione. Ja, das ist ein Element. Bzw. ein Molekül. Und nein, ihr werdet sowas niemals benennen müssen, aber ich sage euch, es gibt Situationen, wo das Ganze nicht mehr so einfach ist. Das heißt, wir haben kennengelernt, wir zählen und haben für die Zahlen bestimmte Buchstaben. Und je nachdem, was es für eine Gruppe ist, was es für eine Kohlenstoffgruppe ist, haben wir dann irgendwelche besonderen Namen. Zum Beispiel ein Alkan für unsere Hauptgruppe und ein Alkyl für unsere Nebengruppe. Sondern das Anhängsel Öl für unsere Nebengruppe. Vor die Nebengruppe schreiben wir noch die Zahl. Also wirklich jetzt eine Zahl. Nicht den Buchstaben, sondern vor die Nebengruppe schreiben wir noch die Zahl, wo sie dranhängt. Das Ganze wird relativ problematisch, wenn wir sowas haben wie das hier. Das ist dann 2,3. 2-Methyl, also 2-Met, dann Ölgruppe, also Öl, weil es eine Nebengruppe ist. Dann haben wir also 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache das mal ganz langsam. 2 haben wir ein Methyl dran. Beim dritten haben wir ein Methyl dran. Und unsere Hauptgruppe ist insgesamt 5 lang. Das heißt, es ist ein Pentan. Also Pent. Unsere Hauptgruppe, also ein An. 2-Methyl-3-Methyl-Pentan. Zwischen die Zahlen kommen übrigens immer Bindestriche. Zahlen und Wörter immer mit Bindestrichen trennen. Jetzt gibt es wieder ein Problem. Wie ich sagte, ich werde das oft sagen. Und zwar hätte man das Ganze auch andersrum benennen können. Und zwar hätte man sagen können, zack, zack,
das gleiche Atom wieder. Und wir zählen von der anderen Seite los. Das heißt, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Und schon haben wir einen anderen Stoff, der heißt nämlich dann 3, 4. Also 3-Methyl-4-Methyl-Pentan. Wir versuchen, es immer so zu machen, dass die Zahlen möglichst klein sind. Also wir als Chemiker. Und ich wünsche euch, dass ihr niemals einen Stoff kriegt, wo das schwierig wird. Es gibt Stoffe, da wird es schwierig, die Zahlen klein zu halten. Und man muss sich wirklich wissenschaftlich überlegen, welche Reihenfolge, welche Zählweise man denn haben will. Und ganz ehrlich, manchmal macht man einfach zwei Versuche und guckt sich die Zahlen hinterher an und nimmt dann einfach die kleinere Alternative. Im Endeffekt soll man versuchen, die Summe aller Zahlen, die hier immer vorstehen, klein zu halten. Okay, das heißt, hier haben wir jetzt 2-Methyl-3-Methyl-Pentan. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit, und zwar, wenn wir die gleiche Gruppe haben, dann dürfen wir etwas machen. Wir dürfen es ausschreiben, aber wir dürfen es auch zusammenfassen. Das Ganze wird dann einfach zu einem 2 und, also mit einem Komma getrennt, 3. 2-3-Methyl. Das heißt, durch das Angeben von 2 und der 3 gehen wir sofort direkt an, dass die Methylgruppe nicht nur an der 2 hängt, sondern auch an der 3. Das heißt, indem wir ein Komma benutzen und das sozusagen auflisten, wird das Ganze nochmal ein bisschen dichter, ein bisschen schöner und ein bisschen leichter lesbar. Das heißt, 2-3-Methylpentan, da weiß jeder sofort, das Ding hat eine Methylgruppe am zweiten und dritten Kohlenstoffatom. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Im nächsten Video kommen wir genau wieder zu diesem Bildschirm zurück und dann werden wir weitermachen. Bis dahin, viel Spaß.